Dirk Wiese für die SPD-Fraktion ist der nächste Redner. Sehr geehrte Frau Präsidentin, Kolleginnen und Kollegen! Am heutigen Morgen stand bei mir im Sauerland in der heimischen Westfalenpost ein lesenswerter Kommentar. Die Überschrift lautete: Die bisherige Drogenpolitik ist gescheitert. Und das, was konsumiert wird und aktuell konsumiert wird, denn es findet ja statt, ist oftmals toxisch und für diejenigen extrem gefährlich. Und man muss das eindeutig sagen: Das, was momentan auf dem Markt ist, was gepanscht wird, das sorgt für viele Probleme hier bei uns im Land, und das kann man nicht wegdiskutieren. Das sind die Folgen einer verfehlten Drogenpolitik bis zum heutigen Tage. Die Ampel hat sich dazu entschieden, einen vorsichtigen Weg der Legalisierung einzugehen, und das ehrlicherweise zu Recht. Denn eins muss man ganz deutlich sagen, wenn man den Blick richtet in andere Länder: Das, was in anderen Ländern mit einer moderaten Legalisierung, Entkriminalisierung auf den Weg gebracht hat, das hat nicht dazu geführt, dass dort die Zahlen angestiegen sind. Nein, das Gegenteil ist der Fall. Und wenn man ganz objektiv sich einfach die Lage momentan anschaut, dann muss man eins feststellen bis zum heutigen Tage: Die Verbotspolitik, die wir jedenfalls bisher geführt haben, die hier im Land stattgefunden hat, die hat nicht dazu geführt, dass die Zahlen in den vergangenen Jahren runtergegangen sind. Und darum ist der vorsichtige Weg, den die Ampelkoalition heute hier einschlägt, auch richtig, und er geht in die richtige Richtung. Ich will aber auch nicht verhehlen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass auch wir bei uns in der SPD-Bundestagsfraktion hierüber auch intensiv diskutiert haben und gerungen haben. Und auch das ist legitim bei einem solchen Gesetzgebungsvorhaben. Und darum begrüße ich es ausdrücklich, dass wir als Ampelkoalition gemeinsam mit den zuständigen Ministerien auf den letzten Meter gesagt haben, dass wir bei sehr sensiblen Punkten in diesem Gesetz genau hinschauen wollen und eine genaue Evaluierung haben wollen. Das betrifft insbesondere den Kinder- und Jugendschutz, wo wir nach einem Jahr schon erste Evaluationen vorliegen haben wollen. Das betrifft zweitens, und das ist auch richtig, eine enge Einbindung des Bundeskriminalamtes bei der Frage der Auswirkungen auf den Schwarzmarkt. Und ich begrüße, dass das auf den letzten Metern noch möglich gewesen ist. Ich glaube, und da sind wir alle in der Verantwortung, wenn es sich zeigen sollte, dass etwas in eine falsche Richtung gegangen ist, dann haben wir hier Möglichkeiten, auch nachzusteuern. Das nehmen wir auch sehr ernst. Aber ich will es noch mal sagen: Die bisherige Verbotspolitik, die wir im Land gehabt hatten, die ist jedenfalls gescheitert. Und darum ist richtig, heute hier einen neuen Weg einzuschlagen. Vielen Dank.